Auf das Papier habe ich mir vier Kreise aufgemalt. Durchmesser ist hier jeweils 10 cm. Man kann den aber auch größer oder kleiner machen, das ist egal. Und ich zeige euch gleich, wie ich die einzelnen Kreise aufteile, damit wir sowohl die Primärfarben als auch die Sekundärfarben und auch Tertiärfarben noch mit auftragen können. So, zuerst einmal nehme ich die Mitte, also hier wie gesagt 10 cm sind meine Kreise im Durchmesser, und ich ziehe zuerst einmal einen Strich durch die Mitte, dann einen durch die andere, also im 90 Grad Winkel, so dass es sich ein Kreuz ergibt in der Mitte, und danach muss ich 30 Grad abmessen. Das ist jetzt schwierig, es liegt jetzt hier außerhalb des Kreises, also 30 Grad sind jetzt zum Beispiel hier. Und dann kann ich das erste Tortenstück oder die ersten beiden Tortenstücke anlegen. Da ich die Mitte nicht mit ausmalen möchte, dann wirken die Farben nämlich besser, werde ich mir noch einen kleinen weißen Kreis reinmalen, beziehungsweise ich radiere ihn dann weg, den Inhalt, so. Das hätte ich mal gleich machen sollen bei allen, habe ich vergessen, ist nicht so schlimm. So, jetzt habe ich die Mitten der einzelnen Kreise auch schon mal mit dem Zirkel aufgemalt. Wer keinen Zirkel hat, der kann natürlich ein Glas nehmen, einen Deckel und eine Münze für innen. Das ist egal. Wichtig ist, dass ihr das Geodreieck habt, damit ihr auch die 30 Grad den Winkel gut abmessen könnt. Hier ist es nicht ganz genau, aber darauf kommt es ja auch bei dem Farbkreis erstmal gar nicht an. Gut, dann geht es jetzt gleich weiter mit den Farben. Ich habe mich für Rheingelb, Magenta und Ultramarin Feinst entschieden. Die Farben fülle ich mir in die Vertiefungen meiner kleinen Palette, um sie später dann entsprechend in den anderen Mischfeldern mischen zu können. So, jetzt habe ich die drei Grundfarben hier oben auch nochmal direkt nebeneinander gemalt, weil später im Farbkreis, natürlich findet man sie wieder, aber so sind sie einfacher zu sehen. So, das sind jetzt die Primärfarben, also die ersten Farben in der ganzen Farbreihe. Rheingelb, Magenta und Ultramarin Feinst. Ich werde jetzt die Sekundärfarben mischen, also die zweiten in der Reihe sozusagen. Und die kommen dann hier in die mittleren Kästchen. Stoßen also nicht direkt an die Primärfarben an, und ich versuche natürlich möglichst die Mitte der entsprechenden Farbe zu erreichen. Als erstes werde ich Rheingelb und Magenta mischen, um einen schönen Orangeton hinzubekommen. Mal sehen, wie das wird. Als zweites werde ich Blau und Magenta zusammenmischen. Mal gucken, was ich da für eine schöne Farbe hinbekomme. Etwas Wasser. Das ist mir noch etwas zu bläulich. Also noch etwas Magenta dazu. Nee, es ist mir immer noch zu bläulich. Schöner Pflaumenton. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Mal schön vermischen. Ja, das werde ich mal auftragen jetzt. So, und zu guter Letzt werde ich mir ein Grün ermischen. Dazu
werde ich etwas Gelb in dieses Fach rüber ziehen. Pinsel auswaschen und ein bisschen Blau dazu. Das ist schon mal ein sehr dunkles Grün. Ich möchte es aber ein bisschen heller haben. Das ist jetzt nicht so wirklich genau die Mitte. Also kommt noch etwas Gelb dazu. Ja, das ist auch noch recht dunkel, würde ich sagen. Also noch ein bisschen mehr Gelb. Nein, nicht so viel, nicht so viel, so viel will ich nicht. So. Das kommt dem Ganzen doch schon mal etwas näher. Ja, das werde ich mal auftragen jetzt. So, jetzt sind die Primärfarben und die Sekundärfarben aufgetragen. Und ich werde dann, wenn alles getrocknet ist, die Tertiärfarben anlegen. Dazu wird dann zwischen diesen beiden, da kommt etwas mehr Gelb dazu, zwischen diesen beiden wird etwas mehr Rot dazu kommen. Hier kommt auch etwas mehr Rot dazu, um ein rötlicheres Lila zu bekommen. Hier kommt etwas mehr Blau dazu, auch hier kommt etwas mehr Blau dazu. Und hier zwischen das Grün und Gelb wird etwas mehr Gelb reingemischt. Und dann mal schauen, wie der Farbkreis dann aussieht. Alle Farben sind jetzt getrocknet und dann kann ich mich daran machen, die Tertiärfarben zu mischen. Alle Farben sind jetzt getrocknet, nur das Orange ist noch ein kleines bisschen feucht, aber das macht nichts. Ich hoffe, man sieht die Farben jetzt gut. Mit Veränderung des Tageslichts wirken die dann auch immer etwas anders, aber sie sind wirklich alle eigen, muss ich sagen. Mir gefallen sie sehr gut, weil ich habe ein warmes Orange, ein warmes Rot bekommen, schöne Lila-Töne bekommen, alle drei. Das Grün, die beiden Grüntöne sind recht natürlich, so ein Blaugrün ist auch dabei, also sehr schön. Und jetzt möchte ich euch noch zeigen, wenn ich all diese drei Töne zusammenmische, was dann dabei rauskommt. Durch das Mischen der drei Grundfarben in unterschiedlichen Anteilen sind jetzt so gräuliche Brauntöne entstanden, die sehr natürlich sind und recht kräftig. Man kann es natürlich variieren. Im zweiten Farbkreis benutze ich Zitronengelb, Kaminrot und Preußischblau. Mal sehen, wie dieser Farbkreis so wirkt. Ihr seht, die Farben haben bereits einen ganz anderen Farbklang. Während das Rheingelb ein warmes Gelb ist, ist das Zitronengelb ein kaltes Gelb. Das Magenta ist ein kaltes Rot. Das Permanent Kamin ist eher ein wärmeres Rot. Das Ultramarin Feinst geht mehr ins Lila, ne? Also ist leicht rotstichig, während das Preußischblau eher ein grünstichiges Blau ist. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Trage jetzt die Primärfarben und auch die Sekundärfarben gleich auf und man sieht bereits einen Unterschied zu dem ersten Farbkreis, auch wenn er nur leicht ist.
Natürlich mische ich mir auch hier die Tertiärfarben wieder zusammen und male sie in die entsprechenden Tortenstücke hinein und freue mich daran, dass dieser Farbkreis auch so wunderschön bunt aussieht, wenn auch etwas anders als der erste. Ist ja ganz klar, sind ja auch andere Grundfarben. Ja, und die Grautöne mische ich mir natürlich auch aus all den drei Farben und finde sie auch sehr schön, wenn auch anders als die erste. Der zweite Farbkreis sieht auch ganz toll aus. Die Grüntöne sind etwas leuchtender, das liegt an dem Zitronengelb, weil es ein kälteres Gelb ist und mit dem etwas grünlichen Blau zusammen sehr leuchtende Grüntöne ergibt. Dafür sind die Violetttöne sehr gedeckt, weil das Blau zusammen mit dem etwas wärmeren Rot natürlich nicht ganz so schön klare Violetttöne ergibt wie das Ultramarin Feins zum Beispiel. Ja, gefällt mir sehr gut der Farbkreis. Auch die Grautöne gefallen mir sehr gut, sind drei wirklich komplett unterschiedliche, die richtig schön klar in der Farbe sind. Sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zum dritten Farbkreis. Mal sehen, wie der wird. Für den dritten Farbkreis habe ich Rheingelb, Zinnoberrot hell und Preußisch Blau genommen, also drei warme Farben. Und das sieht man auch, der gesamte Farbkreis ist wirklich sehr warm, aber doch sehr leuchtend. Die drei Grautöne haben natürlich auch eine wunderbar warme Farbe. Hier die drei Farbkreise im Vergleich, oben links der erste, oben rechts der zweite und unten der dritte. Und ich finde, man sieht ganz deutlich die Unterschiede in der Farbtemperatur und der Leuchtkraft. Sehr spannend und gefallen mir alle gut. Kommen wir nun zum vierten Farbkreis. Für den vierten Farbkreis nehme ich als Gelb lichter Ocker, als Rot Englischrot und als Blau Tiefblau. Alles gedeckte Farben. Ich bin gespannt. Jetzt geht's aber los mit dem vierten Farbkreis und wieder male ich natürlich die Farben einmal auf. Wie zu erwarten, wird dieser Farbkreis natürlich total anders aussehen. Das sieht man schon gleich bei den ersten Sekundärfarben. Das Grün ist sehr schön gedeckt. Lila-Töne gibt es im Prinzip gar nicht. Alles ist wunderbar warm. Hätte ich nicht gedacht, dass so tolle Farben dabei rauskommen. Also das Mischen hat wirklich was für sich und man lernt immer was dazu. Total klasse. Mal sehen, wie er fertig aussieht. Was für ein schöner Farbkreis. Richtig natürliche Farben, ganz, ganz toll, super harmonisch. Man kann sie prima abstufen, ich hätte es vielleicht noch etwas besser hinkriegen können, aber das macht nichts. Also wundervolle Grüntöne, Blau, gut, Violett ist es jetzt nicht direkt, das sind halt Brauntöne, aber auch die gelblichen Töne sind sehr schön, also für die Landschaftsmalerei ganz toll und auch die Grautöne finde ich sehr schön, ein gelblich-grünliches Grau, ein bläuliches, schon fast sehr neutrales Grau finde ich und ein wärmeres rötliches Grau. Ja, sehr schön. Hier jetzt alle vier Farbkreise nebeneinander und sie sehen natürlich alle unterschiedlich aus, ne? Wir haben ja einmal kältere Farben miteinander gemischt oder wärmere Farben oder kalt und warm zusammengemischt und da kommen natürlich jeweils andere Mischungen raus. Jeder Farbkreis in sich ist natürlich sehr stimmig und harmonisch, weil ja jeweils nur die drei Grundfarben miteinander gemischt wurden. Also, ja, spannende Sache. Ich werde mich weiter damit beschäftigen und rantasten und ich hoffe, ihr hattet Freude und Spaß an meinem Video und probiert es vielleicht selber sogar mal aus. Dann wünsche ich euch einen schönen bunten Abend oder Tag, wann auch immer ihr das hier schaut. Und bis bald. Tschüss.